dass unsere, dass unser Umfang zwischen denen zwei Zahlen liegen muss, zwischen 3,31 und 3,06. So, servus. Hallo, ich habe euch schon mal einen Beitrag auf LinkedIn gepostet. Da ging es darum, dass Mathe mein Kryptonit war, weil ich einfach irgendwann, so ab der 7. Klasse oder sowas, gar keine Nachfrage mehr danach gehabt habe, weil das davor, das war alles plus minus geteilt und mal, also multiplizieren und sowas, Summe, sowas war noch alles in Ordnung. Aber was dann in so komische Richtung gegangen ist, habe mir gedacht, macht überhaupt keinen Sinn. Ich keiner hat mir erklären können, für was man das braucht. Bis ich dann zu programmieren angefangen habe, mit 12 war es oder 13. Und es wurde dann immer mehr und immer mehr. Und auf einmal habe ich gemerkt, man braucht immer mehr Mathe. Und da mir das damals einfach keiner erklären konnte, finde ich halt, sollte man sowas grafisch erklären, für was das gut sein sollte. Und genau das geht euch geht's heute. Es ist eine neue Playlist bei mir. Es geht Allplan Mathematik. Und heute gehen wir ein bisschen grafisch vor. Wir gehen der Zahl Pi auf den Grund. Pi, falls ihr nicht wisst, was das ist, wir zeigen uns dazu einen Kreis mit 0,5 Meter Radius. Dann haben wir einen Durchmesser von einem Meter. Also wenn wir jetzt eine Maßlinie hersetzen, ja, dann haben wir hier einen Durchmesser 1 Meter. Wunderbar, so viel verstehen wir noch. Und die Pi-Zahl benennt jetzt eigentlich den Umfang des Kreises. Wie weit ist denn der Umfang? Wie berechnet man das oder wie wird das in der Mathematik ausgerechnet? Weil man erfährt immer, oh, jetzt werden schon so viele Stellen nach dem Komma vom Pi berechnet. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ziemlich einfach ist es nicht, aber ich nehme einfach ein Eck her. So, wir machen jetzt einen Mittelpunkt hier. Vier Ecken. Und jetzt machen wir hier ein Quadrat. Und wir sehen, wenn wir hier ein Quadrat machen, dann haben wir hier vier Ecken innen drin und haben schon mal diesen Umfang. Wir wissen, okay, der Kreis hat ein bisschen mehr als das. Ich mache vielleicht jetzt doch noch ein Rechteck hier außen. Und ja, ich kann es auf Kreis genau Y fest, X fest, genau. Jetzt können wir einfach mal, wir haben ja hier den Meter, ausrechnen, hier ein Meter Länge mal 4, was haben wir als Umfang? Also das N4-Eck, also 4 Ecken, außen der Umfang ist gleich 4 Meter. Und das N-Eck mit 4 innen hat den Umfang von, machen wir mal Prozent T hier rein, 20. Ist gleich, müssen wir ausrechnen. Was bedeutet jetzt das Prozent 20t? So, da kann man sozusagen 20 Zeichen nach hinten setzen und dann ist gleich da. Wir messen es einfach mal. Also wir haben einmal die 0,70711. Da gehen wir jetzt hier in den Rechner rein. Rechner, wir geben hier ein 0,70711 mal 4 ist, ja, die Zahl kopieren wir uns und fügen es hier ein. Dann wissen wir schon mal, der Umfang vom Kreis ist zwischen 4 Meter und 2,82844. Wow, das haben wir uns schon angenähert. Jetzt war da so ein schlauer Kopf und hat das mit mehreren Formen gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt her, machen dasselbe Spielchen, aber verdoppeln das Ganze. Wir verdoppeln den Einsatz nicht um 4 Ecken, sondern um 8. Wir gehen hier, jetzt haben wir den Innenradius wieder. Und jetzt müssen wir schauen, wie kriege ich eigentlich den Außen raus. Ungefähr, ne? So, wunderbar. Schauen wir außen, ungefähr. So genau geht es ja jetzt auch nicht. In der Mathematik, oder? So genau geht es doch gar nicht. Rechner. Wir haben 0,4
Wir markieren uns. Hallo, ich möchte es kopieren. Außen. Ungültige Eingabe. Ja, dann halt auch nicht. Also 0,41412 mal 8. Dann haben wir, das können wir aber kopieren, 3,31. Jetzt kommen wir aber schon ganz schön nah hin, oder? Das heißt, wir haben ein N-Eck mit 8 außen. Umfang 20 ist gleich. Und wenn wir das Ganze aber innen messen, so 0,38268. 0,38268 mal 8. Das wissen wir schon mal. Dass unser Umfang zwischen denen zwei Zahlen liegen muss, zwischen 3,31 und 3,06. Wir nähern uns der Pi-Zahl an. Jetzt haben wir es bald. Gleich haben wir die Pi-Zahl. Selbe Spielchen wieder. Hey, machen wir den Kreis in anderen Farbe, ja, dass man überhaupt erkennt, um was das hier geht. Wir machen das nächste N-Eck. Aber das mal vielleicht neu jetzt in grün. Hier rein. Jetzt verdoppeln wir das. 16. Wenn wir hier wieder hergehen, sehen wir schon, wow. Also die Fläche zwischen Rot und Grün wird immer kleiner. Wenn wir es davor sind, zum Achter war das die Fläche und zum Viereck hier. Ne? Mache jetzt schnell noch hier Kreuzpunkte rein. So, Eneck, zack. Komme ich da hin? Nee. Ist da in die Mitte, gell? Das heißt, bisschen erweitern. Ich dödel. Ich hoffe, ihr könnt mir noch alle folgen. Hier sind wir. Jetzt messen wir das außen. 0,19898. Ja, genau. Also 0,19898 mal 16, dann haben wir 3,18368. Wir haben schon fast Pi berechnet. Mit nur 16 Ecken, hey. 16 AU Prozent 20 ist gleich. Und N16i Umfang Prozent 20 ist gleich. Ich bin gespannt. Wir haben hier die Strecke 0,19509 mal 16. Ja, jetzt hat 3,12144. Hätte ich ja so gewusst. Jetzt wissen wir, dass Pi zwischen den zwei Zahlen. Hey, das ist jetzt grob gemessen, gell? Also hängt es mir nicht auf. Aber genau so wird eigentlich Pi berechnet. Das heißt, wir nähern uns immer mehr an. Und ich glaube, wenn wir das nächste. Was? Ich habe es mal aufgeschrieben gehabt, ich habe es auf Papier gezeichnet. Nee, ich habe es nicht mehr. Gut, am Ende ist Pi zwischen 3,141 und 3,142. Und da dazwischen liegt Pi. Ja, und wir haben uns schon sehr nah angenähert, oder? Wir sind schon sehr nah dran. Ja, und das kann man jetzt ewig weiterführen und so berechnet man den Umfang Pi von einem Kreis. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mathematischen Alpern-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter. Servus. Jetzt kommt die Endcard.
Nächstes Video wird auch gut. Super.